Hallo und herzlich willkommen zu Folge 15 unseres Agrarian Skies APTs mit Derpy. Hi. Yay. Ich möchte euch nochmal ganz kurz am Anfang zeigen, während Derpy da oben in den Wolken rumfliegt. Okay, ja. Wie ihr ganz einfach diesen ganzen Kram, den wir jetzt hier, diesen ganzen Kisten gesammelt haben, relativ schnell loswerden könnt. Und zwar nehmen wir die Kiste. Ich habe hier eine Eisenchest hingestellt und einen Auto-Packager. Und wir stellen die Kiste hier hin. Und jetzt sollte eigentlich, wenn ich den richtig rum hingestellt habe, was ich stark hoffe, dieses Gerät machen, was es soll. Es braucht RF. Ihr seht, es braucht RF, aber es funktioniert. Wunderbar. Ihr seht, dass auf der Seite wird das weniger. Und auf der Seite bekommen wir Gravel. Das ist natürlich super schön, denn das machen wir jetzt mit allen Kisten. Und das war eigentlich auch alles, was ich kurz zeigen wollte. Ja. Nur, dass man das halt ganz einfach machen kann, das mache ich jetzt mit allen Kisten. Wenn wir ordentlich Kram bekommen, das Zeug hier schmeiße ich, glaube ich, einfach in den Müll. Beziehungsweise konfiguriere irgendeinen Bass damit und schmeiße es dann in den Müll. Damit ich nämlich später, wenn wir das im Soul Sensitive bekommen, dann das auch in den Müll schmeißen kann. Das braucht nämlich keiner. Diese ganzen Thornvines und Bushes und so weiter brauchen wir nicht. Aber ansonsten, die ganzen Erzsachen, das ist natürlich super schön, dass ich die mal ebenso automatisch verkleinern kann. Gut. Derpy cutten. So, da sind wir wieder. Ich glaube, ich muss Derpy nochmal zeigen, wie man das richtig macht. Lass mich. Nee, er hat halt noch nicht die... Ich habe es schon öfter ausprobiert. Ich glaube, das ist der Grund, warum ich es ein bisschen... Warum ich glaube, es effizienter machen können zu tun. Oh Gott. Jetzt, ich höre auch schon auf. Gut. Ich habe die Kabel natürlich ein bisschen bescheuert gelegt, dafür, dass ich sie eigentlich unten drunter setzen will, aber... Naja, gut. Ich habe die Kabel von unten drunter weggenommen. Man kann es ja auch unten, ich kann es auch andersrum bauen als bei mir. Ich kann ja auch die Kabel oben drauf setzen, das geht ja auch. Ich mache eine schöne Hardkanister. Yay, Hardkanister. Das geht wieder keine. Nö, momentan noch nicht. Die sind noch für mich nicht wichtig. Ich glaube, ich sollte das Ganze aber zumindest andersrum bauen, dann kann man es nämlich leichter expandieren. Zack, 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 vielleicht hier. Genau, hier ist, glaube ich, eine ganz sinnvolle Stelle. Wenn ich hier anfange mit dem Pulverizer, na komm. Hier kommt Pulverizer hin. Das ist jetzt ungefähr, genau, 3. Na gut, hier sind es 2. Da haben wir 2 schöne Hardkanister. Willst du mich damit irgendwie neidisch machen? Nee, ich wollte das nur sagen. Okay, gut. Wir nehmen auf, ich muss reden, also. Ich muss nicht, aber es wäre gut. Ja. Bei einem LPT ist es irgendwie schön, wenn der andere auch mal redet. Deswegen macht man ja ein LPT. Hui. Ich hatte gerade Spaß. Also, diese Konstruktion ist effizient und sieht extrem episch aus. Meiner Meinung nach. So und so, glaube ich, ist sinnvoll. Genau, und dann hier noch ein... Kann auch. Nein, das ist aufladen. Gravel, das ist... Dust und das so. Ist Sand, wobei man das vielleicht auch... Kann mal zeigen, wie schnell das geht. Ja, ich habe eine Resonant Energy Cell. Zwischen den Aufnahmen habe ich nämlich eine Resonant Energy Cell draus gemacht. Und außerdem habe ich ein paar Magnetic Dynamos gebaut und sie in einem lustigen Verhältnis, dem effizientesten möglichen Ding gebaut. Denn so nutzt man möglichst, das für jeden Block möglichst gut. Und ich war bei 60%. So, die alle erstmal alle aus. Und die Seiten konfiguriere ich dann gleich extra. So. Dann packen wir hier einen Cobblestone hin. Da kommt ein Ignis Extruder. Ne, da kommt kein Ignis Extruder hin. Denn schließlich packe ich hier die Energie mal von oben ran. Denn ich habe ja hier auch die Energiekabel jetzt so verlegt, dass ich sie von oben verlegen kann. Dann verlege ich sie halt von der Seite. Dann sieht das nicht so blöd aus. Kann man eine Quest machen? Das kann ich machen. Ja, mach mal. Autobrewer, den müssen wir nämlich ganz... So, was? Den bin ich auch letzte Folge, wo ich dabei war, in den Nether gegangen, glaube ich. Hier wäre es ja sinnvoller, damit anzufangen. Dann brauche ich jetzt nur einen rübergehen. Ich könnte natürlich auch da an die Line tappen, aber das soll die ME-Systemlinie bleiben. Zum E-System soll eine eigene Power zu haben, wobei Dienst niemals 10.000 RF pro Tick braucht. Und es sieht irgendwie blöd aus, wenn ich das direkt dran mache, aber
Ich mach's einfach mal direkt dran. Ich glaube, ich mach's so. Das sollte gehen, oder? Brauche ich noch eine Seite mehr? Ich glaube nicht. Das sind hier die zwei Seiten, die ich nicht brauche. Ich brauche halt die Seiten. So. Nochmal alle ausschalten. Ich muss darauf achten, ich muss nämlich noch zur Arbeit. Dann kann ich nicht zu lange. Ja, der kleine Businessmann hier. Ja komm, Geld kann man immer gebrauchen. Vor allem, wenn man einen Stundenlohn von 11,36 die von 11,36 Euro hat. Ist einfach nur abgehoben. 11,36 Euro die Stunde, das ist geil. Vor allem für den das was ich machen muss. Das Beste ist, du verdienst einfach mehr als deine Mutter. Ja, die Stunde gerechnet schon. Okay, die Frage ist, war das sinnvoll? Ich glaube, ich habe schon wieder Scheiße gebaut, oder? Na, ich setze jetzt einfach so. Noch mal ein paar Sticks auf Vorrat. Und dann so. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das eine sinnvolle Sache ist, was ich gerade tue. Weil doch, so habe ich das auch bei dem anderen gemacht. Auch wenn ich jetzt irgendwie nur einen Block Abstand von hier habe, aber naja, gut, es wird schon irgendwie gehen. Und es sieht jetzt ein bisschen lustig aus mit den beiden da, aber naja, da kommen noch mehr Ignisix zu dahin, wenn wir mal irgendwann mehr brauchen sollten. Geht noch nach. Wir können jetzt vielleicht ein Wasser und ein Lava-Eimer schon mal in den Ignisix zu da packen, damit der schon mal wieder funktioniert. Ich hab eine Autobuhre. Ich habe nämlich nicht mal ein Zack. Ding jetzt dazwischen geplant. Yeah. Oha, 3. So. Hier sind Zombies. Rechten. Was? Aus, aus, aus. Output. Und du packst deinen Output. Und zwar wichtig ist jetzt, was ihr wohin setzt. Also ich habe den Pulverizer so rum hingesetzt. Also müsst diese Seite hier der rote Output. Und dieses Mal auch nicht der orangene, sondern nur der rote. Wichtig ist das, aus dem Grund, dass wir nämlich, wenn wir Cobblestone in den Pulverizer schmeißen, wir ja nicht nur Gravel Kann's bekommen, sondern als best anlocken. Sondern als Zweitprodukt auch noch Sand. Ich muss da kurz husten. Wow, Orange Savings, nice. Flux Electron Blend, das kann man schon eher gebrauchen. Flux Electron Blend, läuft bei dir. Und zwei Orange Savings, Alter. Ja, Respekt, das ist unglaublich, was du so Geiles bekommst. Ich hol den Reward mir später. Nein, die holst du jetzt. Später. Zuschauer wollen sehen, was du drinne hast. Ey. Ich spreche jetzt einfach mal für die, ich weiß das. Ah. Schon wieder Kill the Zombies. Warum haben wir so oft Kill the Zombies? Ich habe nicht genug Platz für den Reward. Mach Platz. Wozu brauchen wir scheiß Potions? Hast du die ins ME-System geschmissen? Ja. Das sind 12. So, jetzt haben wir das Netherdings auch. So. Müsst ihr immer noch den Redstone im Flaggenfestotum machen. Ich habe unglaublich geilen Reward gekriegt. Was? 16 Lettuce Seeds. Oh. Das ist unglaublich, wie toll das ist. 16 nice. Lettuce Seeds. 4 Juniper Saplings. Nice. Wow. Wo kommen die rein? Diese Deiner Rewards Meinung sind einfach so genial. Kommen die rein, deiner Meinung nach? Au, jetzt habe ich die Enderperle geworfen. So. Und ich habe eine Invasch hier bekommen. Wow, das ist beeindruckend. Verpiss dich. Du musst immer noch The Pastoral Life machen. Ja, das mache ich irgendwann. Mach jetzt einfach mal just for fun die Quest für den Rand. I'm on the highway to hell. Thank you.
soll er sich. Du musst sowieso, wir müssen sowieso einen Cut setzen, weil ich hier, wenn ich jetzt nach Hause muss. Ey, warte, ich bist nicht zu Hause. Nach Hause, genau, zur Arbeit muss. Hey, Jetpack an, bitte. Ich hab doch gleich Interium fertig. Voidbook, home, bitte. Danke. Alter, ich bin gerade in den Void gefallen, verdammte Scheiße. Und das, obwohl ich mein Jetpack anhatte. Das ist sinnlos. So. Also, das ist übrigens das Grundsystem von dem Ganzen. Was ich hier gebaut habe. Das ist die Grundidee des Ganzen. Und den Basic Reward Back. Wow, ich habe eine Diamond Horst Armor mit Sharpness 5 bekommen. Oh, haben wir noch eine? Ja. Ab in die Tools-Kiste damit. Nix was sinnlos ist, irgendwie ins ME-System packen. Umso weniger ein Ding zu überlegt haben, umso besser. Gut, also ich werde dann mal losziehen. Nein! Tun, ne? Darf ich da übrigens auch die Quest zu Ende machen? Naja, ich nehme gerade sowieso nicht mehr auf. Ja, ich schon. Ich mach die Quest jetzt noch zu Ende und nehme das auf. Naja, gut. Dann nehme ich jetzt auch noch mal auf. Dann hat der Derby mir jetzt noch seine Quest jetzt zu Ende machen kann. Und ich kann noch mal kurz zu Ende zeigen, was ich hier meinte. So, also wir wollen nämlich hier den Gravel und da kommt nämlich manchmal Sand raus und den Sand müssen wir woanders hinschicken, in dem Falle jetzt nach unten. Der kommt also jetzt nach unten, der Sand. Ich müsste das Lied eigentlich einspielen in der Minute, aber ich glaube, ich bin zu faul dazu. Mal sehen, ob ich es getan habe, wisst ihr dann ja. So. Meine Stimme überhört. Hä? Ach so, ich bin noch wieder einen Block. Manchmal bin ich echt der größte Genius auf Erden. Ja, bist du, ne? Oh, manchmal ja, aber nur ganz selten. Oh. Ich meine, die Firma liegt direkt nebenan. Ich brauche drei Sekunden zu hinfahren, so gefühlt. Ernsthaft, wo? Sagt man den genauen Standort? Lampukistan in keine Ahnung, wie heißen die Städte da drin? Kasachstan. New York in China, würde ich sagen. Ja. Und dort, Das heißt, du arbeitest in einem New Yorker, also... Und dann, Stranddistrikt Straße 65. Ja, in China. Ja, in China, ist doch total realistisch, oder nicht? Das wird mir bestimmt jetzt jeder glauben und dort anrufen und keine Ahnung. Alter, wenn das jemand macht, nimmt es auch bitte auf. Derpy wird euch dann umbringen, das ist euch bewusst, ne? Umbringen? Alter, ich würde die feiern. Das ist bei mir umbringen. Alter, dann wäre ich Fan. So, das ist jetzt das, würde ich sagen. Ja, ist es, ne? Wir brauchen ein paar Kaffer. Kaffer. Ich will Kaffer. Kann ich die wieder umwandeln? Ja, kann ich, das ist gut. Dann muss ich die nämlich hier hinsetzen und der ist dahin. Das ist nämlich jetzt ja die Gravel-Linie. Und jetzt kommt die Dust-Linie. Und zwar wisst ihr jetzt ja hier, der Pulverizer hier, ich sollte das auch nochmal richtig einstellen. Muss wahrscheinlich hier, voll sein, der Blacksmith. Also erstmal muss der sowieso nochmal auf blau hier gestellt werden. Und der hier muss auf blau dort und rot dort. Schnell. Denn das ist halt das gleiche. Dort nach unten kommt der Sand und hier nach rechts kommt der Gravel. Und dieser hier soll auch noch Sand produzieren. In dem Falle geht der Sand jetzt nach unten, denn Sand soll nach unten. Und dieser gelbe Slot könnte Dust werden. Und Dust soll wiederum ja verarbeitet werden in diese Richtung. Denn das soll ja auch noch gesifft werden. Und hier ist das gleiche. Jetzt muss ich erstmal gucken, habe ich den schon wieder auf blau gestellt an der Seite. Dann habe ich nicht. Überall natürlich muss ich den auf blau stellen. Dann kommt der hier auf blau. Der hier auf rot. Hier auf blau. Einfach gleich schon voll ist. Der auf rot. Und da kann dann auch noch Dust mitkommen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, dass das da noch Dust mit rauskommt. Das sind die 10.000 AF-Protekten 100.000. Dann muss der Dust jetzt mit nach unten. Weil der kommt dann direkt da rein. Und dann kommt nämlich hier wieder blau. Und dort orange. Dann einfach, denn nach Dust kommt nichts mehr. Und deswegen kommt da dann alles rein. Also eigentlich kann ich da auch nur rot machen. Da sollte dann aber nichts anderes rankommen. So. Ist der Endothermic Pump, Redstone Energy Cell, 10 Millionen F voll. Soll ich dir irgendwo hin tun? Keine Ahnung. Okay, tue ich mal die Tools-Kiste.
Genau, weil man keine Ahnung hat, wo es hingehört, erstmal in die Tools-Kiste. So, den hier auch nochmal auf Export. Epic. Und was bekomme ich? Oh, das könnte dir gefallen. Warum? Rune of Sacrifice. Yay. Wobei, die sind wirklich... Ja. Das ist wirklich yay, denn die sind wenigstens teuer. In ich pack sie in die Tools-Kiste, kannst du da abholen. Ja. Zum Glück ist unsere Tools-Kiste eine sehr große Kiste. So, ja. Also ihr seht schon, wo es dann hin, wo es damit hingeht. Das System erweitere ich dann noch irgendwie. Hier kommt dann nochmal ein Autonomous Activator hin, der hinten den Input hat. Dann kommt hier ein Autonomous Activator hin und hier kommt das SIF hin. Und hier kommt noch ein Autonomous Activator hin, der aber andersrum gehört. Bitte tun. Danke. Da kann aber aus und da kann auch aus. So. Und das ist dann nämlich, was dann hinkommt. Hier kommt der Vacuum Hopper hin. Dann GGGG, irgendwas, irgendwas, das da nichts mehr anzeigt. Und dann das nach oben. Und so funktioniert das Ganze. Mehr ist das nicht. Auf der Seite halt Input, das heißt, der hier ist jetzt fürs Gravel 7 zuständig. Und dann kommt hier nämlich wieder einer hin. Na, nicht so. Jetzt hat den der blöde Vacuum Hopper aufgesaugt. Dann kommt hier wieder einer hin und hier wieder einer hin. Hier in die Mitte kommt noch ein SIF. Das kommt auch aus, das kommt aus und... Na. Na! Achso. So, der kommt aus. Und nicht so, sondern so kommt der Input. Und jetzt kommt eben in den hier Gravel rein und in den hier Sand. Dust meine ich. Und das wird eben verarbeitet und kommt in den Vacuum Hopper. Das soll aber noch nicht passieren, deswegen ist es gut, dass noch kein Gravel da durchkommt. Noch kein Cobble. Und ja, das ist so grundlegend das System, was hier funktioniert. Was habe ich da eigentlich für einen Schwachsinn gemacht? Ach nee, das gehört ja sogar so. Denn das hier soll ja später, da ist ja die Dust-Verarbeitung. Da kommt ja auch der Dust. Du musst immer noch so Pastoral Life machen, dann haben wir Learning to Skyblock durch. Läuft. Und jetzt muss ich aber wirklich los. Also, jetzt nochmal ein kurzer Cut. Ich baue daran dann vielleicht später weiter. Vielleicht kann Derpy schon mal weitermachen. Ich habe jetzt keine Conduits mehr. Aber die dann kommen hier eben direkt Item-Conduits drauf. Ich nehme jetzt einfach mal eins weg. Die kommen da direkt drauf. Auf Output natürlich. Und die kommen dann woanders, führen dann irgendwo hin, wo die Erze verarbeitet werden. Und das geht dann nämlich alles in eine Kiste. Vorher wird der ganze Kram aussortiert, der nicht in nicht verarbeitet wird. Also sowas wie Gems und so weiter. Die werden dann aussortiert in eine Barrel oder eine Kiste in unserem Falle, weil wir es ja ins ME-System packen wollen. Und dann... ja, dann die ganzen Ore-Gravels und so weiter, die gehen dann weiter in eine Verarbeitung. Und danach soll das in das Smeltery schmeißen und so weiter und so fort. Aber ich muss los, ich cutte mal und bis gleich. Ja. So, da sind wir wieder. Folie ist uns auf dem TS als Gast gejoint. Derpy ist natürlich auch immer noch dabei. Ja, und, so außer ein, in der Folge. Wir haben 42 Lives. Das sagt schon alles, wir haben die einfach wieder mal gefunden. Auf das Leben, das Universum und alles. Ihr kennt's schon. Und ich habe noch zwei Herzen mehr. Schade. Warten über diese Anspielungen. Ja komm, das sind so ein paar, also ein paar Anspielungen. Ich glaube, ich habe schon überlegt, ob ich irgendwann mal ein Special mache, so nach dem Motto, finde alle Anspielungen, die ich jemals in irgendwelchen Videos gebracht habe, wobei jede Anspielung nur einmal zählt. Das sind über Millionen. Wobei jede Anspielung nur einmal zählt. Also nicht alle 7 Folgen eine James Bond Anspielung zählt einzeln, sondern halt nur einmal. Ich habe wieder ein Miniature. Red Heart Kanister hat gereicht, aber ich habe mit Manager angefangen. Oder willst du den? Mir egal. Ja, okay, nehme ich den. Genau. Das war so ungefähr der Sinn an der Sache. So. Also, gut. Wir haben das Ding hier eben gebaut. Also, für euch eben, für mich gestern. Der hier macht Gravel und schmeißt den da rein. In den Autonomous Activator. Und der macht dann direkt hier Gravel. Und der hier, da wird einmal Gravel hergestellt. Und dann wird der Sand, wird der Gravel zu Sand. Und warum geht der Sand dann dahin? Ach so, ja, weil ich das alles anders eingestellt habe. Der gelbe ist nämlich zur Seite und das ist dann Dust, was hier als Second Output rauskommt. Genau, da war ja was.
muss man wieder selber mit meinem eigenen System klarkommen. Das ist doch echt idiotisch. Und hier muss ich dann nämlich auch nochmal so machen. So. Und so. Und nicht das. Nein, das wollte ich nicht. So. Sehr schön. Also. Genau so haben wir das nämlich. Also Sand geht immer nach unten. Das ist schon mal die Grundvariante. Heißt also, wir haben hier Gravel mit dem Nebenprodukt Sand, das nach unten geht. Gravel geht zur Seite, Sand geht nach unten. Hier haben wir Gravel geht zur Seite, Sand geht nach unten. Und hier haben wir Sand geht nach unten und das geht zur Seite. Und das ist das Nebenprodukt von der Herstellung von Sand. Und deswegen geht das zur Seite und Sand geht dieses Mal nach unten. Naja, gut, Sand geht immer nach unten, aber in dem Falle komplett nach unten. Und dann haben wir als nächstes hier die Line. Dort geht wieder Sand nach unten, Gravel rüber, dann hier Dust nach unten und Sand rüber. Und hier geht nur Dust rüber nach links und der Dust von hier geht hier runter und da nach oben und wird da wieder nach oben geführt und geht in alles, was Dust herstellt, geht dann hier rein in den Autonomous Activator. Also der hier ist für Dust und der hier für Gravel. Und dann hier oben haben wir eine Pipe, da oben drauf ist ein Cover mit einem Hebel. Und das zieht dann alles aus dem Vacuum Hopper raus, was der Vacuum Hopper so aufsaugt. So einfach funktioniert das Prinzip. RSG, welcher Stammbunde wollen wir eigentlich jetzt, also soll ich jetzt anfangen bei Dings? Beim Questbook? Keine Ahnung. Learning to Skybook haben wir jetzt fertig, wenn du mal... Feel My Power haben wir auch fertig. Was? Feel My Power haben wir in irgendeiner Variante auch fertig. Hab ich ja letzte Folge gemacht. Vor den Cup meine ich. Oh, okay. Was wollen wir? Culinary, Heated oder High Temperature? Oder ein Reward Bag? Eigentlich ein Reward Bag. Ich nehme Reward Bag. Wir haben da Ender Stomach Pump, cool. Und The Pastoral Life kümmere ich mich irgendwann drum und dann haben wir das fertig. Wenn du Lust hast, kannst du dich um Hell's Kitchen kümmern. Das ist, lustig. Oder ums... Flash ins Gesicht. Oder vielleicht... Also wir hatten ja schon ausgemacht, ich mache den Zauberkram. Du könntest auch For the Hoarding machen. Also For the Hoarding, Hell's Kitchen oder vielleicht auch Steel Powered Flight, wenn du Lust hast. Und natürlich Go with the Flow, denn das ist auch eine For the Hoarding Quest. Nur eben Flüssigkeiten. Und zuletzt, wenn du da keinen Bock mehr drauf hast, kannst du dich auch um ein paar der Bragging Rights Quests kümmern. Das sind nämlich einfach nur Crafting Quests nach dem Motto, mach einfach mal und guck mal, was du dafür eine Quest gekriegt hast, aber ja, das ist nicht wichtig. Die Sachen übrigens, die du dadurch bekommst, einfach runterschmeißen, wenn wir sie nicht brauchen. Ich will keine nutzlosen Sachen im ME-System. Also wenn wir die Sachen nicht wirklich brauchen irgendwo für, dann schmeiß sie einfach weg. Ist besser, als dass sie uns den ganzen Kram voll machen. Oh, nice! Hey, noch ein Division Satchel. Wir können jetzt Magnesium das wählen oder ein Reward Mag. Ich bin für den Reward Mag. Ich bin für Magnesium. Warte, ich muss das mal gucken. Ja, der macht das. Ich hab den Reward Mag. Water und Quicklime gibt Magnesium. Naja, gut. Das ist nicht wirklich schwer. Ich hab Manowar männlich und Manowar weiblich, hä? Hä? Wo hast du denn überhaupt eine Quest abgeschlossen? Bei, weiß ich nicht. Wie heißt die? Fluid Storage, also das ist die Fluid-Dings da. Achso, Go with the Flow. Achso, da, ja. Fluid Storage. Yay! Wow, ich krieg wieder irgendwelche Scheiß-Saplings, die ich nicht haben will. Ja, sie ist mal wieder deswegen. Was Geiles, wie eine Rüstung. Ich will Magnesium. Damit weiß ich, dass es mir was bringt. Yay, ein Hart. Haben wir irgendwelche Wale, Alter? So. Wo hast du die ganzen, Gut, du hast sie genau dahin gepackt, wo ich sie hinpacken würde. Ausgenommen vor der Endothermic Pump, aber naja. Ja, die hast du da reingepackt. Die packe ich da oben rein. Den brauchen wir eigentlich auch nicht.
Wie viel Kram wir haben. Gut, so, und dieses System kann man jetzt eigentlich unendlich weit fortführen. Ich bin jetzt nur am Überlegen, wohin mit dem Sand. Sand kommt eigentlich in die Soulstone-Produktion. Das heißt, eigentlich wäre es am effektivsten, wenn ich die Soulstone-Produktion einfach direkt hier drunter baue. Statt irgendwo hier oben auf das Geschoss, könnte ich sie eigentlich am besten hier drunter bauen. Denn, wenn ich sie hier drunter baue, kann ich den Soulstone auch direkt nach oben schicken, in einen dritten Teil, der hier hinkommt. Wir wollen ja auch noch Soulstone surfen. Dann müssten wir die Soulstone-Produktion hier unterbauen. Und eigentlich brauchen wir keine so große Plattform, sondern eigentlich brauchen wir nur viele kleine, aber... ich weiß es nicht. Mal sehen. Wir finden schon noch was. Stimmt, wir bauen noch Farm. Für Farm brauchen wir die. Und sobald ich einen Mod of Equal Trade habe, können wir das alles zur Erde machen. Und was farmt ihr so? Alles. Wenn wir später For the Hoarding machen, müssen wir alles, fast alles farmen. Yippie, wir haben Saplings bekommen. Ich bin so erfreut, ich könnte mich umbringen. So. Wir haben schon 43 Plum-Saplings, weil man die anständig als Reward bekommt. Irgendwo hingeflogen. So, können wir uns einfach mal so gemütlich, das wäre jetzt richtig geil, nochmal 3 Autonomous Activator machen? Natürlich. Mal sehen. Mach alles. Wir haben keinen Cobblestone. Dann habe ich was zu tun. Ja gut, mach. Wir haben aber keinen Cobblestone, den darfst du dir selber holen. Aus der unteren Barrel zuerst, bitte. So, und ich mach mal... einfach mal ein bisschen ins ME, damit wir was im ME haben. Falls wir es fürs Craften benötigen. Wir haben auch kein Ding ins ME. Oh, ey, das ist meins, danke. Wie viel willst du? 3? 3, ja. Fehlten alles. Wie viel Abstand hast du zwischen denen gelassen? Wo ist das Tape Measure? Da ist das Tape Measure. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich habe keinen Angel Block mit. Na. Mann. So. Where du willst haben? Da unten. Und wo du sein? Da. Da, wo auch die stehen und in die Mitte wieder ein Oak Surf. Den habe ich jetzt nicht gebaut. Ja, den kannst du ja auch noch bauen. Und einen Elevator mache ich mir auch gleich mal. Wer hat gerade Wake Up bekommen? Ich, oder? Elevator, zack. Wow. Wow. Für den Elevator fehlt so sicher ein Enderperl. Nein, es fehlt uns an. Volle. So, nochmal. 8. Runter. Oxy. Schalalala. Schalalala. Das sind schon 9. Das sind 8. Sehr schön. Zack. OAK. Miep. Das Loch ist zu klein. Das brauchst du jetzt nicht zweideutig sehen, übrigens. Hä? Ach so. Manchmal denke ich gar nicht zweideutig, aber wenn du das sagst, dann... Was weißt du, warum ich es sage? Yay, okay, das funktioniert schon mal. Builder's Wand. Ich dass du ein Arsch. Er sagt, du bist ein Arsch, du so, yay. Ja, was ist daran so schlimm, wenn man sich freut, ein Arsch zu sein? Alles schlimm. Alter. Die Wahrheit kann man nun mal nicht verleugnen. Oh, habe ich jetzt keinen Kopf? Hä? Wir haben 2, die riesig sind. Warum kann ich da jetzt nicht bauen? Okay. Bumm. Ich gehe in den Nesser Sachen farm.
Okay. Arsch. Na, was läuft denn da bei dir? Keine Ahnung, ein mega Überlag. Der Überlag des Todes. Na. Verbrenne ich jetzt wie stehe? 5, 5, 5, 4. Ist gut. So. Müssen uns mal Hammer und so alles machen. Ja, jetzt könnten wir es ja, ne? Soll ich Kobalt farmen? Ich bin im Netherworld. Wenn du Lust hast. Wenn du nichts Besseres zu tun hast. Hab ich grad nicht. So. Dann mache ich hier mal eine Sandbarrel gleich hin. Da kommt Sand rein. Na komm. Sand. Komm einfach mal alle Erze ab, die ich im Nether gerade finde. Wieder eine Sache weniger im W-System. Zack, Sand. So. Da habe ich schon mal eine Sandbarrel. Habe ich also schon mal da was, wo es hingehen kann. Der kann aus. Der kann aus. Der kriegt dann von unten was. Also von da wahrscheinlich. Yep. Da wird der dann was herkriegen. Oder wir machen es natürlich einfach und der kriegt das. Da. Und der kriegt nichts. Das wäre natürlich einfacher. Warum etwas umständlich, wenn es auch einfach geht? So denkt die Schule heutzutage. Irgendwie nicht. Ich hab das Gefühl, Schulen denken ja nach dem Prinzip, warum etwas einfach, wenn es auch umständlich geht. Manche. So. Und auch damit noch Lapis? Lapis? Hm. Wer braucht schon heutzutage Lapis? Vielleicht. Das weiß ich ja nicht. Schalalala. Da 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 da. Keine Ahnung, was ich gerade mache. So, hier kommt eine Barrel hin. Kann ich die so drehen? Kann ich Kobalt abbauen? Nein, kann ich nicht. Hm. Ich will das Symmetrisch haben. Redstone brauchen wir immer, oder? Redstone? Klar, immer. Mit Redstone kann man nichts falsch machen. Ich habe gerade was gesehen. Das ist nicht gut. Da muss noch Fackel hin. Da können nachts Monster spawnen. So. Jetzt nehme ich mir noch hier den Soulsand raus und dann müssen wir auch schon wieder Schluss machen. Denn wir sind tatsächlich bei 30 Minuten angekommen. Ernsthaft? Ja, wir haben ja noch, wir müssen ja noch wir haben ja noch von der letzten Aufnahme so 16 Minuten gehabt. Also wir haben, heute haben wir nur eine Viertelstunde ungefähr aufgenommen. Aber das war doch, hä? Die war noch nicht zu Ende gestern. Ich... Für uns. Und ja, ich weiß, aber... Das war eine Viertelstunde, was wir gerade gemacht haben. Das ist laut meiner Uhr. Eine Viertelstunde ist schon rum? Ja. Aus. Ja, also auf jeden Fall würde ich sagen, dann bis zur nächsten Folge, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch lassen und den ganzen anderen Schwachsinn machen, den man so auf YouTube machen kann. Und Derpy wird sich bestimmt auch noch vernünftig verabschieden. Macht einfach alles. Ja. Ja. Zombie Pigman zum Abschluss. Tötet diesen Zombie Pigman hier. Ja, hier habt ihr alle gesehen. Und ja. Macht das. Macht alles, was er ehrlich sagt, also Daumen hoch, dann lasst uns. Ja, hat Derpy gehört. Also, bin ich enttäuscht. Gut. Okay. Ja, also, tschüss, Leute.